Hi und willkommen zu einer neuen Folge Minecraft und damit willkommen zurück zu Minecraft Phantom 2. Yes, Folge 2 geht los, Leute, und geht gut los, denn wir haben eine eigene Badewanne. Ich habe letzte Folge so eine coole Spitzhacke gekauft am Spawn und ich dachte so, keine Ahnung, das wäre eine ganz normale Spitzhacke, aber ist sie nicht. Die ist voll krass. Ich kann damit was abbauen und dann kriege ich einfach irgendwelche random Sachen. Jetzt habe ich eine Smaragdpistole bekommen, aber die schießt nicht. Was haben wir noch? Hier, wir können uns eine richtige Wohnung einrichten. Ich habe hier einfach so ein Cabinet bekommen. Ey, wie cool. Was ist das hier? Lass mal gucken. Eine Stahlklaue. Die macht sogar Schaden und eine grün gefärbte Holzstufe. Die ist ja ganz schön auf dem Boden, würde ich sogar sagen. Den Helm hier haben wir noch bekommen. Damit sieht man zwar mein Gesicht nicht mehr, aber er sieht cool aus. Und hier eine Kiste, da könnten wir unsere Items reinmachen, die wir im Moment nicht brauchen. So wie die Kohle, hier dieses Ding, was ich überhaupt nicht weiß, was es ist. Die Pistole können wir auch nicht benutzen, weil ich auch nicht weiß, was mit der los ist. Also hier den ganzen Kram quasi, den wir gerade nicht brauchen. Ich glaube auch nicht, ich brauche diese komische Kralle da nicht, die da ist. Aber was ich auf jeden Fall mitnehmen möchte... Oh nein, jetzt ist meine Badewanne kaputt. Oh nein, jetzt ist meine Badewanne kaputt. Die brauche ich. Scheinbar muss man das denn damit abbauen. Aber ich glaube, das geht auch mit diesem Ding hier. Weil das... Ah, obwohl, das ist aus weißem Beton. Jetzt brauchen wir noch was anderes, was aus Quarz ist. Warte, da war was. Gott, es ist nur ein Hase. Es ist nur ein Hase. So, Leute, aber ganz kurz nochmal für diejenigen, die noch nicht eingeschaltet haben beim letzten Mal. Wir sind hier in Minecraft Phantom. Das ist hier der Nachfolger von Minecraft Schlüssel und Minecraft Vulkan. Im Prinzip, es ist ein PvP-Projekt, wo wir gegen die anderen kämpfen. Und es ist mega cool. Hier ist alles richtig schön. Wir sind hier im Twilight Forest. Wir sind gerade in Folge 2. Das bedeutet eigentlich für uns, wir müssen ganz dringend erstmal Geld sammeln. Also, das machen wir gerade. Ist das da ein Schwein? Das ist ein Wildschwein, oder? Hi, der ist hier süß. Das ist einfach ein Wildschwein gewesen. Ja, cool. Und wir können jetzt hier verschiedene Sachen uns so sammeln, mit denen wir Geld kriegen. Zum Beispiel diese Käfer. Kürbisse sind richtig gut. Da hinten sehe ich gerade welche. Was ist das hier? Kleines Mana-Fläschchen. Ich weiß nicht, was mir das bringt. Kann ich damit jemanden einfangen? Nee, ich glaube nicht. Hier ist ein Plattenregal. Das ist gut für mein Haus, was ich mir denn da einrichte. Aber warte mal, wie kriege ich die Kürbisse jetzt weg? Ich glaube, ich muss gerade die Spitzhacke nehmen, weil ich meine Axt irgendwie weggelegt habe. Aus welchem Grund auch immer ich meine Axt weggelegt habe, keine Ahnung. Kürbisse müssen wir auf jeden Fall mitnehmen. Da ist jemand bei mir. Julianus wurde von Flo erschlagen. Was ist das? Hallo? Hallo? Ah! Der greift an! Nein! Was war das denn? Das war irgend so ein komisches, gruseliges... Ding. Irgendjemand hat die Geräusche ausgemacht. Ach, Leute. Und ich dachte schon, ich höre hier einfach nichts. Dachte schon, ich höre irgendwie nichts, weil ich einen Fehler gemacht hätte oder so. Da ist noch eins von diesen kleinen Viechern. Nimm das. Ey, das macht ja voll komische Geräusche. Das droppt einfach Heu. Ja gut, habe ich was zu futtern. Ist ja ganz nice. Was ist das denn? Was ist das denn? Aggressiver Tobias? Der springt. Ich kann den nicht schlagen. Ich kann den einfach nicht schlagen. Was macht der? Der springt einfach auf mich rauf. Warte mal. Okay, ich hau ab. Alter, was? Wo kommt der denn her? Das ist, glaube ich, der. Oh, das hat richtig geleckt. Das ist der, der die letzte Folge alle getötet hat. Warum alle immer tot waren. Okay, ich gehe weg. Der darf mich nicht töten. Oh nein. Ich will nicht mit dem aggressiven Tobias hier. Warte, ich mach die Käfer hier weg. Wir müssen uns irgendein Versteck suchen, dass der geht. Oder so, ich weiß es nicht. Wo sind die anderen? Hier sind scheinbar... Warte mal, kann ich das hier, hochwertige Erde... Ich kann das zubauen, vielleicht kommt der jetzt nicht durch. Okay, ich mach mal hier, dass ich hier auch wegkomme. Und dann gehen wir jetzt nochmal ein paar Sachen. Da hinten ist Flo. Okay, da hinten ist Flo. Das Ding ist... Ich will nicht gegen Flo kämpfen. Ich weiß nicht, wie gut Flo schon ist. Oh nein. Der ist auf jeden Fall hier am Spawn. Okay. Okay, okay, okay. Warte mal, ich hole jetzt hier erstmal noch das ganze Geld. Wir haben richtig viel schon dafür, dass wir gerade angefangen haben. Und jetzt kaufe ich mir Netherite und dann hole ich ab. Dann haue ich ab, meine ich natürlich. Ah, wo krieg ich... Da ist Flo. Oh nein. Schnell weg. Schnell weg, Flo ist wieder hinter uns. Alter, das kann doch nicht sein, dass Flo die ganze Zeit hinter uns ist. Und die ganze Zeit... Der ist richtig schnell. Alter. Was hat der für ein Schwert? Oh nein. Nein, der hat dieses OP-Schwert. Okay. Okay. Nein! Als ob. Nein, und unser Geld.
Und unsere ganzen Sachen. Oh mein Gott, der hat alles bekommen. Er hat alles bekommen. Als ob. Mann, weil der die ganze Zeit am Spawn campt. Das ist so mies. Oh mein Gott, okay, warte mal. Was kann ich mir... Der hat mein ganzes Geld geholt. Oh nein. Oh nein, Leute. Okay, kein Ding. 0 Kills, 2 Tode. Alter. Okay, ich krieg das hin, Leute. Wir kriegen das hin. Ist kein Problem. Wir machen was anders. Ich wollte halt einmal zum Spawn, aber die haben alle die ganze Zeit, beziehungsweise Flo hat die ganze Zeit am Spawn gecampt. Und so kam ich nicht hin und der hat sich schon Excalibur geholt. Das ist ein richtig gutes Schwert. Okay, okay, warte. Wo krieg ich Netherite? Wo krieg ich Netherite? Hier ist Magie. Ich will eine gute Rüstung haben. Hier sind Tränke. Wo kriegen wir das her, Leute? Hier sind Spinnweben. Habe ich noch eine Schere? Nee, ich habe keine Schere mehr. Ist hier vielleicht? Hier ist der Table. Okay, kein Problem. Wir machen uns eine neue Schere. Ich glaube nämlich, Scheren sind richtig OP. Und damit können wir hier die Spinnweben abbauen. Ja, das haben wir letzte Folge schon gemacht. Bedankt euch bei Flo, ja, dass der mich hier gerade gekillt hat. Jetzt muss ich hier nochmal von vorne anfangen. Vielen Dank dafür, Flo. Dass ich hier jetzt nochmal alles neu machen muss. Na, herzlichen Glückwunsch auch. Nice. Lasst uns mal schauen. Dann hole ich mir auch Excalibur. Dann hole ich mir auch Excalibur. Ich hätte nicht gedacht, dass es so krass OP ist, sich Excalibur zu holen. Da sind welche oben an den Bäumen. Also die sind hier auf so einem Stöckern. Die bringen mir aber nichts. Ich brauche keine leuchtenden. Ich brauche halt richtige Kürbisse, ganz normale. Seht ihr irgendwo? Oh nein, ich hänge im Spinnweben. Upsi. Lass mich raus! So, die nehmen wir mit. Oder ich habe noch eine andere Idee. Warte mal, wenn wir nämlich... Warte mal, wenn wir nämlich Erze finden, können wir mit der Spitzhacke coole Items kriegen. Das können wir auch versuchen. Okay, okay, warte. Ich nehme hier diesen Käfer noch mit. Die Käfer sind nämlich auch ganz gut. Die Käfer sind auch ziemlich gut. Und jetzt baue ich mir hier nochmal irgendwie Items ab. Die Spitzhacke, die macht nämlich... Okay, was haben wir bekommen? Wir haben eine Melone bekommen. So ein Ding hier, eine Lebenswurzel, ein zerhacktes Holz, ein Schlüssel und ein Schloss. Das brauchen wir halt nicht. Wir müssen weitermachen, Leute. Wir brauchen mehr Items. Eine Ofenmine? Das ist gut. Da dürfen wir den Ofen nicht aufmachen. Jungle Pressure Plate. Irgend so ein Ring? Ein Rapier? Warte mal. Hier ist ein Bogen. Der ganz gut ist, glaube ich. Ich mache mal die Axt hier. Die Melone kann, glaube ich, weg. Und irgendwie so ein Korallenblock oder sowas. Den brauchen wir, glaube ich, nicht. Lasst uns mal weiter gucken. Wir brauchen... Oh Gott, hier sind halt Zombies. Und ich habe jetzt keine Rüstung mehr. Mann, wie komme ich jetzt hier weg? Ich muss hoch. Ich muss mir, glaube ich, Erde abbauen, wirklich. Damit ich jetzt hier... Da, Erde. Okay, nice. So, hier kommen wir hoch. Ist alles gut hier? Ich glaube, hier ist alles gut. Kürbiskerne. Ich weiß nicht, was das für ein Ring ist. Vielleicht kann ich mir den anziehen. 50% mehr Damage für irgendwas mache ich oder sowas. Keine Ahnung, was es ist. Ich weiß nicht. Ich habe das Ding einfach mal angezogen. So, 10 Minuten haben wir noch, Freunde. 10 Minuten haben wir noch. Kein Problem. Wir hängen vielleicht ein kleines bisschen hinterher jetzt. Aber da können wir auf jeden Fall in den nächsten Folgen noch ein bisschen was aufholen. Neuer Airdrop. Ach Mist. Ich würde gerne zu den Airdrops, aber ich glaube, dafür brauchen wir jetzt erstmal noch ein paar Sachen. Spinnweben haben wir jetzt. Lasst uns mal zum Spawn gucken. Ey, wenn Flo da jetzt immer noch campt, ne? Das wäre richtig, richtig ätzend. Aber legitim, er darf das ja machen. Das ist tops. Warte mal. Alter, Flo ist immer noch am Spawn. Nee, wisst ihr was? Ich glaube, Flo's Taktik ist einfach nur zu nerven. Jetzt gerade am Anfang. Und ich gehe zum Airdrop. Ich weiß nicht, wo der Airdrop ist. Und ich weiß nicht, ob ich da überhaupt rankomme an die Sachen, die im Airdrop sind. Aber ich gehe jetzt einfach. Ist mir egal. Ich hau jetzt ab. Das Ding ist, hat er mein... Ich glaube, der hat sogar meine Karte bekommen. Oh nein, er hat sogar meine Karte bekommen. Jetzt habe ich halt keine Map mehr. Was soll ich denn jetzt noch machen, Leute? Ist egal. Okay, wir haben keine Map. Das heißt, wir müssen uns an den Wegen orientieren, okay? Wir müssen uns an den Wegen orientieren. So, ich bin oben. Wie kommen wir jetzt hier weg? Hier rüber? Ich gehe jetzt den Wegen hinterher, okay? Und wir gehen später zum Spawn, wenn die anderen ganz definitiv nicht mehr beim Spawn sind. Ist egal. Wir brauchen die Sachen nicht, die beim Spawn sind. Wir brauchen gerade noch nicht kämpfen. Ich glaube, das ist eine gute Taktik. Die ist mir jetzt gerade so spontan eingefallen. Ich weiß nicht, ob sie gut ist. Keine Ahnung, wir werden es sehen. Aber wir haben schon zweimal ein Projekt gewonnen. Wir müssen jetzt nicht noch ein drittes Mal gewinnen. Habe ich ja von Anfang an gesagt. Vielleicht gewinnen wir ja so, trotzdem. Hier ist auf jeden Fall Kram hier unten. Ich gehe mal hier hin und baue mal hier was ab. Mal gucken, was da rauskommt. Ring, also wieder. Hydra-Bomben explodieren mit TNT-Power. Okay. Ich weiß nicht, was es ist. Hier sind richtig viele Sachen.
Das, was weg ist, Steinmeißel brauche ich nicht. Ein Bröckelhorn. Wir haben Bröckelhorn bekommen. Das ist ja interessant. Hier ist eine gute Hose. Yes, die sieht cool aus. Und wir haben Diamanten bekommen. Eine TNT-Lore, Lebenswurzel. Ja, ganz gut. Nächstes, okay, was haben wir jetzt? Eine Schreibtischglocke und ein Schweizer Taschenmesser. Ich glaube, ich kämpfe mit dem Schweizer Taschenmesser. Ach, zack, nehmt das. Ja, cool. Was haben wir hier? Erstmal abbauen. Was war das dieses Mal? Das Zeichen des Metall... Dieser Taschenofen löst sich automatisch aus, wenn er an einem Stab mit einer Hotbar gebunden ist. Okay, das verstehe ich nicht. Hier haben wir Keramik. Eine Papierkrone. Wir haben eine Papierkrone. Wir sind die Könige von Minecraft Phantom. Oder Königin. Oder Prinzessin. Ist mir eigentlich egal. Und hier ist eine Schreibmaschine. Alles klar, ich glaube, den Taschenofen behalte ich tatsächlich. Da liegt der ganze Schrott unten, den wir nicht brauchen. Ich mach mal... Ja, wie mache ich das jetzt am besten? Ich will den nicht wieder einsammeln. Wir gehen mal hier hin. Ich glaube, hier sind wir sicher. Ich glaube nicht, dass jemand hinkommt. Man kriegt halt einfach irgendwelche Sachen hier. Hier ist eine Violine. Also wirklich komplett random. Und wir haben eine Schalkerbox bekommen. Ey, besser geht's gar nicht. Leute, wir haben einfach eine Schalkerbox. Das heißt, hier kann ich das Brot reinmachen, das Geld reinmachen, die Leuchtkäfer. Dass wir einfach Platz haben im Inventar. Ich kann die Schalkerbox damit nicht abbauen, weil dann wird sie halt zu was anderem, weil diese Spitzhacke alles random macht. Und dann werden alle unsere Sachen weg. Ich wette, das wird mir in diesem Projekt nochmal passieren. Ich wette, das wird mir nochmal passieren. Aber ich hoffe es nicht. Das heißt, wir brauchen jetzt Holz. Ey, das ist richtig witzig. Ich glaube, das macht keiner sonst mit dieser Spitzhacke. Ich glaube, das ist richtig OP, was wir hier gerade machen. So, ein Crafting Table. Oder hatten wir den da schon? Ich weiß nicht, ob ich schon ein Crafting Table hingestellt hatte. Nee, hatte ich nicht. Okay, okay. Crafting Table. Dann brauchen wir hier... Zack. Ah, nein, halt. Einmal die Sticks erstmal. So. Und jetzt können wir uns hier nochmal eine normale Spitzhacke machen. Und mit der können wir die Schalkerbox abbauen. So war das nämlich gedacht. Hier machen wir aber mal mit der... Okay, irgendwelche Stufen. Und da auch irgendein Kram. Also jetzt nicht so der Hammer, was wir gerade bekommen haben, glaube ich. Aber ich glaube, Display-Controller. Hier kommen wirklich Alpha-Yeti-Fallen? Was ist denn... Wofür ist das denn jetzt schon wieder? Daraus können wir uns Yeti-Stiefel machen. Und eine Yeti-Jacke. Mega cool. Oh, das ist richtig gut. Okay, ich baue das Ding ab. Mit der hier. So, zack. Und dann gehen wir mal weiter. Da hinten sind nämlich noch mehr Erze, die wir ausprobieren können. Warte, was ist da oben? Achso, das sind nur Ranken. Ich mache mal weiter ab hier. Okay, mal gucken, was wir bekommen haben. Ich bin gespannt. Das ist, eigentlich ist es richtig wie Lootboxen. Never! Ich habe einen... Oh mein Gott, ich habe einen Wand gekriegt. Aber ohne Zauber drauf. Oh nein, das sind richtig gute Wands. Ich könnte so tun, als wenn ich die eintausche. Hier mache ich mal eine Bank hin. Und wir haben eine gute... Hier ist eine Feuerkugel. Eine Schere, eine... Tür hier, Eis. Okay, der ganze Kram kann, glaube ich, wieder weg hier. Nein, nicht die Werkbank. Oh nein, die wollte ich noch haben. Okay, die Werkbank nicht. Egal. So, weiter geht's. Eben habe ich doch noch Gold gesehen hier irgendwo. Lass mal gucken, wo war... Oder ist es Lapis gewesen da? Ist hier irgendwas? Hier ist Lapis. Mal gucken, was da rauskommt. Eine Hose. Aber eine Hose haben wir schon. Eine Hose haben wir schon. Die kann weg. Und eine Werkbank noch. Irgendwie so eine andere Werkbank oder sowas. Ja, gut. Interessant. Interessant, was hier so bei rauskommt. Aber ich würde sagen, das reicht erstmal mit unseren kleinen Experimenten hier. Und dann machen wir uns jetzt mal weiter auf den Weg und gucken mal, was wir hier noch finden. Da hinten ist so ein Labyrinth, glaube ich, oder so. Das sieht so aus. Das sieht aus wie ein Labyrinth. Da könnten wir mal vorbeischauen. Komm mit, Käfer. Wir wollen dich mitnehmen. Einmal einstecken. So. Hier ist wirklich irgendwas. Hier ist noch so ein Käfer. Okay. Kommt man hier irgendwo rein? Und hier sind Obsidian-Sachen. Ich glaube... Warte mal. Können wir das damit abbauen? Baut die Obsidian ab? Weil Obsidian kann man auch verkaufen. Ich habe gerade was gehört. Oh, wir haben noch so schlechte Rüstung, Leute. Ja, wir haben... Wir haben einfach eine Falle bekommen. Und eine Dusche. Okay. Wir haben hier eine Dusche. Jetzt können wir einfach duschen. Alles klar. Ey, was kriegen wir nur für einen Kram? Wirklich? Okay, was haben wir noch? Seelensand, darauf könnten wir Netherwarzen anbauen. Wir kriegen so viel Kram hier, den wir nicht brauchen. Aber halt auch richtig gute Sachen. Zum Beispiel diese verstärkten Blöcke kann halt niemand je wieder abbauen. Sowas halt, das ist richtig gut. Ich mach mal das ganze Zeug hier weg.
Hier ist noch Bruch, irgendein Stein, ein Tisch, etwas Eis. Ich glaube, und die Feuerkugel brauchen wir nicht. Sollen wir da mal reingucken? Ich nehme jetzt noch mal eins mit von diesen Obsidian. Was? Ich habe rote Beete bekommen. Und einen Fisch. Und irgendeinen Zauberstab. Was kann der? Ne, irgendwie macht der nichts. Ich habe voll viele Zauberstäbe, die nichts machen irgendwie. Wartet mal, lass mal gucken. Hier ist die Käfigfalle. Die darf ich halt auf gar keinen Fall platzieren, weil wenn ich die platziere, ich glaube, derjenige, der kommt gar nicht mehr raus. Ich darf auf jeden Fall nicht selber reinlaufen, weil die anderen reinlaufen, ist mir das egal. Laura hat sich gerade ein Rabe auf meine Schulter gesetzt. Hallo Rabe, wie geht es dir? Und hier sind ganz viele bunte Schafe. So, zack. Ach, hier ist noch ein Holz. Okay, das nehme ich mit. Ich würde mich halt gerne jetzt hier raufbauen, dass wir sehen, was dahinter ist. So, warte mal. Können wir uns hier vielleicht irgendwie hochbauen? Ich baue mal noch eine Minute bis zum Folgenende. Okay, komm mit. Ich baue mal hier hoch und dann gucken wir mal, was da drin ist. Zack. Lass uns mal schauen. Da ist ein Schaf. Hier sind ganz viele Schafe. Was ist das denn hier? Das ist echt wie so eine Art Labyrinth. Da hinten ist irgendwas. Kommen wir? Lass uns mal gucken. Wir haben halt kaum Rüstung. Ist wahrscheinlich nicht so gut, die Idee, da reinzugehen. Pfeile haben wir auch nicht. Aber was kann man hier machen? Was ist das hier für ein Ort? Meint ihr, hier kriegen wir... Ich glaube, hier kriegen wir unsere ersten Steine, die wir brauchen. Oder? Lass uns mal rumschauen. Kriegen wir hier... Hier ist nochmal Wasser. Ich glaube, da hinten in der Mitte könnte vielleicht so ein Monster spawnen. Ich weiß es nicht. Da bin ich auf jeden Fall extrem gespannt, was da jetzt passiert. Okay, Leute, ich würde aber sagen, an der Stelle war es das mit unserer zweiten Folge von Minecraft Phantom. Wir sind ein bisschen weggegangen. Ich darf die Orientierung nicht verloren, Leute. Verlieren, Leute, das wäre echt schlecht. Wir sind ein bisschen vom Spawn weggegangen, sind jetzt ein bisschen davon entfernt. Das ist das Ende. Ich bin gespannt, was wir in der dritten Folge machen. Ich glaube, wir könnten schon mal... Alles verrate ich nur nicht. Schaut mal bei den anderen vorbei. Die haben nämlich auch Folgen dazu hochgeladen. Bei Julian, bei Tops und bei Flo. Wenn es euch gefallen hat, Like da lassen. Wir sehen uns morgen um 15 Uhr in einem neuen Video. Bis dahin, euch allen noch einen wundervollen Tag. Und hasta la pasta!